Und ein herzliches Willkommen zurück zu Wise of Rome. Oh, meine Kamera ist noch nicht an. So. Ja, willkommen zurück bei Wise of Rome. Auf dem PC. Alles auf Ultra und ich bin von Löher Gameplays als Hobby. Ja, ich bin oben ohne. Aber man sieht ja nichts. Nur Schulter. Oh. Aber es ist einfach zu heiß, um irgendwie mit einem Oberteil hier zu sitzen. Und ja, deswegen setze ich jetzt mal oben ohne hier. Aber wie gesagt, ihr seht davon ja eh nichts. Also von daher hoffe ich, ist es für euch auch in Ordnung. Okay, weiter geht's. Wir wollen mal hier durch. Was müssen wir hier machen? Hä? Formiert euch um mich. Ah, okay. Okay, ich glaube, ich bin nah genug dran. Ups. Feuer frei! Vorwärts! So muss es natürlich sein, Barbaren wohnen unter der Erde in einer Höhle. So. Die waren ja auch kein Meter. Kein bisschen natürlich entwickelt oder zivilisiert. Na, zum Glück bleibt der Tunnel dauerhaft so breit, dass man hier durchlaufen kann. In Vierer rein. Okay, vergiss es. Abbrechen geht nicht mehr. Doch. Warum immer ich die ganzen Pilas herhol. Ist das eine Falle? Finde einen Weg, die Bogenschüsse aufzuhalten. Okay. Aua. Beschäftigt sie. Greift auf meinen Befehl hin an. Dann laufen wir hier mal durch, oder? Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Oh. Boah, was sie sich hier aber für eine Mühe gegeben haben beim Level-Design, das ist Wahnsinn. Die ganzen Wurzeln und sogar kleine und feine Wurzeln. Das ganze Geäst und sowas, Wahnsinn. So, es war mir klar, dass hier hinten was ist. Hier ist wenigstens schön leise. Töte die Bogenschützen, lass deine Männer durch.
Ich nehme an, mit dem Pilum soll ich das machen. Gute Nacht. Zu mir, Männer! So, ganz vergessen, wie man blockt, ey. Aber ich hab's dann nochmal hingekriegt. Jawoll! Na, das lief doch ganz gut. Ich kann trotzdem erst nochmal hier... Ich kann da gar nicht zurück. Ich wollte erst nochmal hingehen und schauen, ob da noch was zu finden ist. Zum Einsammeln oder so. Aha, und dann haben sie aber schon so eine mega Steintür. Bricht die Tür ein. König Achter. Oh, weiter geht's. Oh. Aua! Ups. Das kannst du besser! Lauf weg, solange du noch fallst! Ah, ich drück ständig den verkehrten Knopf, ey! Wieder verkehrt. Gibt's doch nicht. Okay. Einen Tag mal nicht gespielt und schon dermaßen außer Übung. Aber trotzdem, mein Leben bleibt voll. Weil ich mich so ständig Leben zurückhole. Der zappelt dann noch rum.
Okay. Okay. Sie schon wieder. Ergib dich! Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Ich würde mal sagen, wir haben York gerettet. Sind das jetzt Sklaven von den Barbaren, oder? Göttern, wir kämpfen für den Ruhm Roms. Doch was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Okay. Freunde Roms, ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Der sieht irgendwie schwul aus. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss Falls protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst. Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Ich glaube, so lieben die Römer normalerweise auch nicht. Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, besser redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Herr! Sagst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall.
Bitte. Lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden, wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort, von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Und bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt den Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpen! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius, die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Wie es aussieht, tut unser Charakter hier mittlerweile auch erfahren, dass Herr, Rom habt ihr etwas gesehen? Nicht ganz so ehrvoll ist und auch Scheiße baut. Beziehungsweise Leute, die meinen, es für Rom zu tun. Was ist los, Marius? Wir müssen weitergehen. Gleich, da hinten ist etwas zum Sammeln. Sehe ich gerade. Marius, komm schon. Du hältst uns auf. Und sowas gab es leider mehr als zu Genüge, dass Macht ausgenutzt wird, um andere Leute zu unterdrücken. Auch wenn es noch nicht mal sein musste. Ist natürlich echt mies. Und es fällt ihm wohl auf. Was ist los, Marius? Wir müssen weitergehen. Da müssen wir wohl runter, was? Oh, ich bin echt gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Marius, komm schon. Du hältst uns auf. Werden wir uns noch gegen Rom wenden, oder? Wir werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Oh, dann im Dunkeln. Okay. Das gefällt mir nicht. Was ist das? Sollen das hier dann so ein bisschen die Pikten sein oder so? Ich weiß es nicht. Kelten wurden ja immer so böse dargestellt. Und so dunkel. Wald ist doch voll schön. Kann ich hier lang, wo der Hirsch lang ging? Tatsächlich. Gibt's hier hinten was? Okay, weiter geht nicht. Ich kann auch nicht schneller laufen, es tut mir leid. Herr, habt ihr etwas gesehen?
So, und ich werde ab hier schon wieder aufhören. Denn wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ich habe wieder total vergessen, dass ich doch vorhatte, nur noch 20 Minuten aufzunehmen. Und habe die ganzen letzten 6 Teile auch wieder eine halbe Stunde aufgenommen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr und deswegen höre ich jetzt wieder auf. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Und ja, weil ich habe eigentlich schon gesagt eben gerade, was ich darüber gehalten habe, was ich jetzt erfahren hatte und gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Vielleicht könnt ihr auch was eure Gedanken in den Kommentaren schreiben. Ich weiß ja nicht. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Ob wir bis zum Ende wirklich für Rom kämpfen. Für dieses, ich sag jetzt mal, heutige Rom, was da gerade ist. Oder doch eher fürs Alte und wendet uns so gesehen auch gegen den momentanen Kaiser oder sowas. Und wollen wieder das alte Rom herstellen. Ich weiß ja nicht. Bin ich echt mal gespannt. Man darf auch gespannt sein, denke ich mal. Das Spiel ist echt klasse. Na gut, okay. Das war Wise Son of Rome mit von Lyra Gamblers als Hobby. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei einem nächsten oder bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite oder generell auf YouTube. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Und tschüss.